Bauern, Ritter, Bürger, Mönche. Die vier Stände des Mittelalters. Sie lebten in einer Zeit, die als dunkel, rückständig und grausam gilt. Aber in dieser Epoche begann zugleich der Aufbruch in die Moderne. Bibliotheken sind das Gedächtnis des Mittelalters. Denn alles, was Kaiser und Könige, Bischöfe und Mönche, Bürger und Edelmänner getan und gedacht haben, wissen wir aus Büchern dieser Epoche. Nur über die Bauern erfahren wir wenig. Sie konnten nicht lesen und nicht schreiben. Und wer des Schreibens und Lesens kundig war, interessierte sich nicht sonderlich für sie. Die Bauern sind die stumme Mehrheit des Mittelalters. Nur in Gebetsbüchern, wie sie in der Klosterbibliothek Admont in Österreich zu finden sind, ist ihr Leben in prächtigen Miniaturen dargestellt. Die Handschriften sind so einzigartig und empfindlich, dass sie nur als Fotografien gezeigt werden können. Da aber auch diese Bilder des Mittelalters nicht die Armut und Unfreiheit der Bauern zeigen, muss einer von ihnen erzählen, der sie gut kannte. Einer aus dem fahrenden Volk der Gaukler. Adam nennt man mich. Ich bin ein Kind der Venus, denn ich kenne weder Vater noch Mutter, noch weiß ich, wo ich herkomme. Luft hat keine Balken, sagen die Bauern. Ich lebe davon. Seit ich auf der Welt bin, ziehe ich umher. Bin heute hier, morgen dort, um mir ein paar Heller zu verdienen. Besonders willkommen sind uns die Hochzeiten der Bauern. Sie sehen uns Gauklern gerne zu, obwohl sie uns verachten und für ehr- und rechtlos halten. Dabei sind sie hörig, Fußlappen der Herren. Wir Vaganten aber sind frei und ungebunden. Heirate über den Mist, so weißt du, wer sie ist. Glauben sie. Aber nicht einmal die Ehe dürfen sie ohne Zustimmung ihres Herrn schließen. Damit er auf das Ius Primae Noctis, sein Recht auf die erste Nacht, verzichtet, muss der Bräutigam ihm als Jungfernzins den Stechgroschen zahlen. Dass ein Herr einmal von seinem Recht der ersten Nacht Gebrauch gemacht hätte, habe ich allerdings noch nirgendwo erzählen gehört. Aber tausende solcher Bilderbuchdörfer wie Najac in Südfrankreich gab es einmal im Mittelalter in ganz Europa. Mehr als drei Viertel aller Menschen waren Bauern. Sie lebten im Schatten der Burgen, geschützt durch ihren Herren, abhängig von ihrem Herrn. Nur wenige waren Freie, die meisten Leibeigene. Um einen Ritter und seine Burg zu unterhalten, waren sieben Dörfer notwendig. Dafür lob ich mir den Bauersmann, dass er alle Welt ernähren kann. Drum rat ich dir, Ritter, gut, halte den Bauern in deiner Hut. Die Welt der Bauern war so einfach wie klein und ereignisarm. Markttage waren da eine willkommene Abwechslung. Ihre Welt endet an den Grenzen des Dorfes. Deshalb meinen sie, wenn man vom Markt kommt, sei man klüger. Kommt alle her, ob Mann, ob Weib, ich helf mit Gott. Ich verstehe mich aufs Aderlassen. Ich kann sogar den Star stechen und Blinde wieder sehend machen. Und ihnen die faulen Zähne brechen. Wundermittel überlasse ich den Scharlatanen und Kurpfuschern.
Ich verstehe mich auf mein Handwerk. Wenn doch nur alle Tage Markttag wäre. Im Handumdrehen hätte ich mein Geld verdient. Was in keiner Urkunde und keiner Chronik des Mittelalters steht, versuchen heute Anthropologen des Naturhistorischen Museums in Wien herauszufinden. Welche Gebrechen hatten die Bauern des Mittelalters? Wie ernährten sie sich? An welchen Krankheiten litten sie? Was führte zum Tod? Die Funde eines Friedhofes aus dem 10. Jahrhundert in Österreich sollen Aufschluss geben. Über 200 Skelette wurden dafür untersucht. Nicht nur das Sterbealter können die Anthropologen aus den Knochen und Schädeln herauslesen. Wie Pathologen, Orthopäden und Zahnärzte erstellen sie Diagnosen und suchen nach Krankheitsbildern. In den Gräbern wurden nur wenige karge Beigaben gefunden. Bauern und Dienstleute wurden in Garstunau beerdigt. Wie alt wurden sie? Die Statistik sagt im Durchschnitt 21 Jahre. Hohe Kindersterblichkeit verzerrt jedoch das Bild. Denn nur jedes zweite Kind überlebte die ersten Jahre. Tatsächlich wurden viele über 40, ein Zehntel gar älter als 60. Unter dem Mikroskop suchen die Anthropologen in Dünnschliffpräparaten der Knochen nach Krankheitsbildern. So können sie Wachstumsstörungen diagnostizieren, eine Folge der häufigen Hungersnöte. Knochengewebeentzündungen deuten auf Infektionen. Vitamin-C-Mangel erkennen sie an Knochenveränderungen. Das Projekt leitet die Anthropologin Maria Teschler-Nikola. Zusammen mit Archäologen und Medizinern wurde eine Krankheitsstudie für ein ganzes Dorf erstellt. Ein häufiger Befund sind Lochbildungen, Hinweis auf Knochentuberkulose. In dem Material von Garstunau konnte eine Reihe von Skelettveränderungen festgestellt werden, die darauf hindeuten, dass in dieser Siedlung Tuberkulose, aber auch Hirnhautentzündungen und andere Knochenentzündungen vermehrt vorkamen. Ich habe hier einen Fall einer Tuberkulose-Erkrankung. Hier ist es zum Abbau der Wirbelkörper bei einem Kind gekommen. Die Übertragung dieser Infektionserkrankung erfolgte vermutlich über nicht abgekochte Milch. Die Ausbreitung war wahrscheinlich beeinflusst durch die Populationsdichte. Das ist auch aus dem archäologischen Befund belegt. Die Wohnverhältnisse waren sehr eng und daraus resultiert eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Wie anders ist das Leben der Bauern in den Gebetsbüchern ihrer Herren dargestellt. Das Stundenbuch des Herzog von Berry ist eines der kostbarsten und berühmtesten Bücher der Welt. Die Miniaturen der Gebrüder Limburg sind ein Höhepunkt der abendländischen Malerei. Diese Kalenderbilder zeigen ein geschöntes Bild. Niemand wäre in Festtagskleidern aufs Feld gegangen. Dieses armselige Volk lebt so manch üblen Tag mit großer Plage und muss doch all das erarbeiten, was die Welt braucht. Ihm selbst wird davon wenig zuteil. Sie haben nicht viel Besseres zu essen als ihre Schweine. Um nachzuempfinden, wie das Alltagsleben des Bauernstandes wirklich war, haben Archäologen in Düppel bei Berlin ein typisches Dorf rekonstruiert. Wie im Mittelalter wird es bewirtschaftet? Die Landleute führen ein hartes Leben. Sie müssen das Feld beackern, säen, ernten und die Frucht in die Scheunen bringen. Bauer zu sein ist kein Honigschlecken. Wasser und geronnene Milch sind ihre Getränke. Brot und Haferbrei, ihre Speisen.
Erst im frühen Mittelalter wurden aus den Unkräutern, Roggen und Hafer ertragsreiche Kulturpflanzen. Sie trugen dazu bei, die Ernährung zu verbessern. Aber auch der beste Acker bringt allein keine Frucht. Deshalb begann man schon im Mittelalter, sich wissenschaftlich mit der Landwirtschaft zu beschäftigen. Bereits 1270 verfasste Walter of Hanley das erste moderne Lehrbuch der Agronomie. Sein Ziel: Wie lässt sich der Ertrag steigern? Dieses Buch ist ein ausgezeichnetes Beispiel für Handbücher, wie sie Klöster in England im 13. und 14. Jahrhundert benutzten, um ihre Ländereien effizient zu bewirtschaften. Man findet dort Rechtsberatung, es gibt Anleitungen zum richtigen Pflügen und Säen, zum Düngen und wie man den Boden fruchtbar macht. All dies wurde sorgfältig aufgezeichnet, um die gemachten Erfahrungen weiterzugeben und die Landwirtschaft leistungsfähiger und erfolgreicher zu machen. Einen großen Fortschritt brachte die Ablösung der hergebrachten Zweifelderwirtschaft. Bei ihr wurde nur die Hälfte des Ackerlandes mit Getreide bebaut. Die andere lag Jahr für Jahr brach, um zu regenerieren. Die Erfindung der Dreifelderwirtschaft revolutionierte das alte System. Jetzt wurde ein Drittel des Ackerlandes mit Sommergetreide wie Weizen bebaut, ein Drittel mit Wintergetreide wie Roggen. So blieb nicht mehr die Hälfte, sondern nur noch ein Drittel des Bodens ungenutzt. In den folgenden Jahren wechselte die Fruchtfolge. Die Dreifelderwirtschaft erbrachte 16% mehr Ertrag und statt einmal konnten die Bauern zweimal im Jahr ernten. Historiker sprechen deshalb von der Agrarrevolution des Mittelalters. Denn ohne das Mehr an Getreide kein Bevölkerungswachstum, keine Städte und Kathedralen. Im Stundenbuch des Herzog von Berry sieht man die Bauern noch auf herkömmliche Art arbeiten. Ochsen waren lange Zeit die Traktoren des Mittelalters, bis sie weitgehend durch Pferde ersetzt wurden. Das habe zur Agrarrevolution des Mittelalters beigetragen, sagen Historiker. Warum das so ist, erklärt der Farmer Joe Hansen auf seinem Feld in Cheltenham. This is a medieval ox yoke. Dies ist das Joch für einen Ochsen, wie es im Mittelalter gebräuchlich war. Der Bogen lag auf dem Nacken und wurde unter dem Hals geschlossen. Pferden konnte man solch ein Joch nicht anlegen. Es hätte sie stranguliert, ihnen die Luft genommen. Aus diesem Grunde erfand man das Kummet als Zuggeschirr für Pferde. Damit konnten sie pflügen. Sie eignen sich dazu viel besser als Ochsen. Denn ein Pferd leistet so viel wie zwei Ochsen. Sie sind stärker, schneller und folgsamer. Und sie strengen sich an, sie ziehen weg, was ein Ochse niemals wegziehen würde. Außerdem, wenn man Ochsen zu hart arbeiten lässt, legen sie sich einfach hin. Familie Hansen macht einen Test. Mit einem Pferde- und einem Ochsengespann pflügen sie um die Wette. Für beide Mannschaften gelten gleiche Bedingungen. Das für die Pferde entwickelte Zuggeschirr ermöglichte es, die Reittiere auch als Ackergäule einzusetzen. Hufeisen sorgten für ein besseres Fortkommen auf schweren Böden. Eine andere wichtige Erfindung des Mittelalters sind Räderpflüge mit eiserner Pflugschar. Zum einen lassen sie sich leicht führen. Zum anderen ritzen sie den Boden nicht nur auf wie Hakenpflüge aus Holz, sondern sie ziehen tiefe Furchen und wenden zugleich die Scholle. Das steigerte den Ertrag der Böden. Das Ergebnis des Wettpflügens zeigt, die Pferde schaffen gut das doppelte Tagewerk der Ochsen. Ihr Wendekreis ist erheblich kleiner und sie haben eine größere Reichweite. Bauern können mit ihnen auch weit abgelegene Felder bewirtschaften. So ist es kein Wunder, dass die Pferdestärke zur Einheit technischer Leistung schlechthin wurde. Und noch etwas spielte bei der Agrarrevolution des Mittelalters eine entscheidende Rolle. Die Mühlen. Europa ist kein Reisland, sondern Getreideland. Roggen wird nicht wie Reis geschält, Roggen muss gemahlen werden.
Menschliche Arbeitskraft war im Mittelalter nicht umsonst. So musste man lernen, Wind und Wasser als Energiequellen zu nutzen. Dazu bedurfte es vieler Innovationen und Erfindungen. Um die Kraft der vertikalen Wasserräder auf die horizontalen Mühlsteine zu übertragen, wurden Zahnräder, Achslager und Nockenwellen konstruiert und man fand die Formeln für die Übersetzung der ersten Getriebe. Mit den Techniken der Artes Mechanicae ließen sich bald nicht nur Getreidemühlen, sondern auch Papier-, Walk- und Erzmühlen betreiben. Auch Pumpen zur Entwässerung von Bergwerken und die Hammerwerke der frühen Industrie. Mit dem Anbau von Getreide und der Mühlentechnologie verband sich der Aufstieg Europas und die erste industrielle Revolution. Der entscheidende Vorsprung, den Europa schon im Mittelalter vor anderen Kulturräumen in Richtung Industrialisierung gehabt hat, war die Energiefrage. Und die Wasserenergie war eben ein ganz entscheidender Vorsprung, der hier gegeben war gegenüber der tierischen Energie oder einfach der menschlichen Kraft. Es gibt ein schönes Wort aus dem frühen 16. Jahrhundert. Ein italienischer Techniker verglich die Mühle und ihre Kraft stärker als 100 Männer. Also, die Wasserkraft hat enorm viel menschliche Arbeitskraft ersetzt und bis zur Dampfmaschine war die Wasserkraft der entscheidende Faktor, der entscheidende Energiefaktor der industriellen Entwicklung und erst mit der Dampfmaschine hat dann dieser nächste Schritt der europäischen industriellen Entwicklung eingesetzt. Bei allem Fortschritt in der Landwirtschaft immer waren es die Bauern, die alle Lasten zu tragen hatten. Die Kirche verlangte von ihnen den Zehnt, die Grundherren Abgaben auf Getreide, auf Stroh, auf Vieh, auf alles und jedes. Bis zur Hälfte ihres Ertrages hatten sie abzugeben. Zu St. Martin verlangte es die Herren obendrein nach Martinsgänsen. Ob die fetteste Gans oder die schönsten Äpfel, dem Herrn immer nur das Beste. Sie selbst hungern oft, leben von Kräutern, Wurzeln und Baumrinde. Ich hörte Streit. Ein Bauer brachte dem Vogt weniger, als er forderte. Es war nicht mit anzusehen, wie aus dem armen Kerl das Letzte herauszupressen suchte. Ich beschloss, die Sache in die Hand zu nehmen und ließ mir erklären, woran es mangelte. Der Vogt sollte schon kriegen, was er wollte. Ein Ei? Und noch ein Ei. Und die Schuld des Bauern war getilgt. Eines aber war für ihn. Er sollte schließlich nicht verhungern. Welche Bedeutung die verhassten Abgaben für Europa hatten, lässt sich in Barcelona im Archiv der Krone von Aragon herausfinden. Dort sind zehntausende Steuerakten aus dem 13. und 14. Jahrhundert erhalten. Historiker um Sanchez Martinez haben die Steuergesetze der Krone und der Kommunen erforscht. Sie sind die Konten des Königs, Steuerlisten, Eingaben und Beschwerden Seite für Seite durchgegangen. Staatsbürokratie und Militär mussten damals finanziert werden. Die Einnahmen des Königs aus den eigenen Besitzungen reichten dafür nicht mehr. Deshalb führte die Krone Aragon etwas Fortschrittliches, Revolutionäres ein: die Einkommenssteuer. La declaración del patrimonio que se practica hoy. Die Einkommenserklärung, wie wir sie heute praktizieren, die Mehrwertsteuer, die Einkommenssteuer, die so auf uns lastet, die Staatsverschuldung, die öffentlichen Banken, all das, was uns heute so vertraut ist, entwickelte sich mit den nötigen Veränderungen schon zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert. Einflussreiche Interessengruppen, Steuereinzieher und Beamte befürworteten das.
Alle diese sozialen Gruppen waren eingeladen, am steuerlichen Festmahl teilzunehmen, welches die Monarchie und die Kommunen organisierten. Die Erhebung und Kontrolle von Steuern ist eine wesentliche Komponente in der Entwicklung des modernen Staates geworden. Im 13. Jahrhundert wurden erstmals alle Haushalte des Königreiches Aragon in Steuerregistern erfasst. Jeder Untertan musste nicht nur seinen Besitz, sondern auch Gewinne und Einkünfte für die Einkommensteuer offenlegen. Ob Landbesitzer, Unternehmer oder Tagelöhner. Nicht mehr nur das Vermögen wurde besteuert. In eigenen Büchern wurden die Steuerschulden zahlungsunfähiger und säumiger Untertanen registriert und bei Tilgung wieder gestrichen. Das Finanzamt lässt grüßen. In England reichte die Herrschaft Wilhelm des Eroberers von Küste zu Küste. Wie sollte er den Grundbesitz seiner Untertanen ohne Willkür besteuern, um sie nicht gegen sich aufzubringen? Stunde Null für die Steuererhebung war das Jahr 1086, in dem der König das Doomsday Book anlegen ließ. Es ist das erste Grundbesitzbuch Europas. Mit ihm begann eine neue Epoche der Besteuerung. Sämtlicher Grundbesitz aller Herzöge und Lehnsmänner, aller Abteien und Kirchen ist nach Grafschaften aufgelistet. Auf dieser Basis konnte der König bis in den letzten Winkel seines Reiches eine Grundsteuer erheben. Dabei ging es ihm aber auch um Steuergerechtigkeit. Niemand sollte übervorteilt oder benachteiligt werden. Und niemand wurde von der Grundsteuer befreit. Niemand mag Steuern. Warum also haben all diese Menschen an dem Verfahren teilgenommen? Nun, es ist die altbekannte Antwort. Steuern sind der Beitrag zur zivilisierten Gesellschaft. Das galt insbesondere im 11. Jahrhundert. Wer seine Steuern nicht zahlte, verlor sein Land und seinen Status. Mit anderen Worten, man wurde fast zum Sklaven. Morgenstund hat Gold im Mund, sagen die Bauern. Für uns war hier nichts mehr zu holen. Die Hochzeit war vorbei, wir zogen weiter. Je enger der Käfig, umso schöner die Freiheit. Wir Vaganten wollen keinen Herrn über uns und niemandes Knecht sein. Auch wenn wir nie wissen, was uns der nächste Tag bringen wird. Schließlich haben wir die Füße für ein unstetes Leben bekommen. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, heißt es. Da tanze ich lieber für volle als für hungrige Mägen. Luft hat keine Balken. Hier ist es echt gefährlich. Heilige Jungfrau, steh mir bei. Ihr Chordamen, Ritter, Edelfrauen, verlasst euch drauf. Ihr Schnapphähne, schwarz und braun, nehmt, was euch in die Augen sticht. Barone, Bauern, nasse Knaben. Ich vergnüge euch. Was ihr begehrt, das sollt ihr haben. Alle wollen sie dabei sein, wenn ich zeige, was ich kann. Ihr Lohn ist uns gewiss. Er muss mehr als lange reichen. Ihre Scheunen sind zwar voll, trotzdem klagen sie, dass es ihnen an Geld mangelt. Aber wir wollten nicht mit ihnen tauschen. Wenigstens haben sie ein festes Dach über dem Kopf. Das Château Chillon am Genfersee ist eine der vielen Bilderbuchburgen Europas. Das Leben in ihnen war aber alles andere als romantisch. Der Ritter Oswald von Wolkenstein klagte: Reiter kommen und gehen, unter ihnen sind Räuber und Banditen. Überall stinkt es.
Der ganze Tag bringt Sorge und Plag, beständige Unruhe und dauernden Betrieb. Es gab durchaus viele arme Ritter. Nur wenige konnten sich Wandteppiche leisten, um die kalten und feuchten Mauern ein wenig zu isolieren. Alle Räume waren im Winter eiskalt. Nur ein Zimmer, die Kemenate, hatte einen Kamin, um den sich der Burgherr und seine Familie drängte. Auch Gäste durften sich am Feuer wärmen. Das Gesinde hatte in der letzten Reihe zu sitzen. Und nur in wenigen Burgen gab es Butzenscheiben. Meist mussten die offenen Fensteröffnungen mit Holzläden geschlossen werden, wenn es zu kalt war. So war es oft auch tagsüber dunkel. Wir dürfen den Begriff vom dunklen Mittelalter ruhig wörtlich nehmen. Es gab zwar Wachskerzen, die rußten nicht, aber dafür waren sie sehr teuer und sie wurden in der Regel nur im kirchlichen Bereich und bei besonderen Festlichkeiten verwendet. Im gewöhnlichen Haushalt brauchte man Kerzen aus Talg. Talg, das ist tierisches Fett, legte man auch in die Talglampen hinein und mit einem Docht konnte man die anzünden. Der Kienspan rauchte sehr stark, weil man dazu Föhren oder Birkenholz verwendete und das Feuer war auch, wie bei allen übrigen Quellen, doch recht bescheiden. Generell war man aber ohnehin nicht so sehr auf diese Lichtquellen angewiesen, weil man mit den Hähnen aufstand und mit den Hühnern zu Bett ging. Eine Errungenschaft der Adelskultur, die Schule machen sollte, waren Benimmregeln, die im Mittelalter aufkamen. Für den Soziologen Norbert Elias begann damit der Prozess der Zivilisation. Wisch dir die Hände nicht am Tischtuch ab. Wirf keine Knochen hinter dich. Auch die feine Gesellschaft musste erst Manieren lernen. Die Affekte waren noch stark, deshalb hieß es, richte gegen niemanden am Tisch das Messer. Es könnte missverstanden werden. Und nicht nur bessere Tischsitten, auch unser Besteck entstand nach und nach im Mittelalter. Mit der Zeit wurde es üblich, einen Pfriem zu gebrauchen, mit dem man die festen Stücke aufspießen konnte, damit man nicht mehr mit der Hand hineinlangen musste. Und erst gegen Ende des Mittelalters kam dann die Gabel in Gebrauch, eine zweizinkige Gabel, bei der die Brocken sich auch nicht mehr drehten. Auf diese Art und Weise hatten wir dann das Besteck, wie wir es heute noch verwenden, beisammen, Löffel, Gabel und Messer. Wie üblich, uns ließ man nur, was vom Tisch des Herrn übrig blieb. Wenn wir ihn gut unterhalten hatten. Und weiß Gott, das hatten wir. Ich hatte Kopf und Kragen riskiert. Es stand uns auch klingende Münze zu. Doch was bekamen wir? Die abgelegte Kleidung der Herrschaften. Kleider machen zwar Leute, aber sie zu tragen war uns sowieso verboten. Hey! Wir hatten den Schaden. Ich sorgte für den Spott. Prächtig gekleidet durfte nur der Adel sein. In Kleiderordnungen des Mittelalters steht: Was der Bauer trägt, sei nach dem Gesetz schwarz oder grau. Nichts anderes ist erlaubt. Ein grob linnener Kittel ziemt ihm, Holzschuhe und ein paar rindslederne Stiefel. Damit ist es genug. Dies ist die Kleidung von Reichen. Die durften natürlich Farben tragen, sie durften kostbare Stoffe tragen. Diese Farben waren ja damals noch mit Alchemie verbunden und mit einer Magie, die, wenn sie schöne leuchtende Farben waren, zurückwirkten auf den Träger. Das durften natürlich Bauern nicht haben, sondern Bauern hatten immer nur die Naturfarben, grau, schwarz, braun. So
tragen es auch die Mönchs- und Nonnenorden. Es war die Farbe der Armut, es war die Farbe der Demut. Allenfalls war ihnen erlaubt, in Standesvorschriften, in Kleidervorschriften, ein Blau zu Feiertagen oder zur Kirche zu tragen. Auch bessere Tuche, Pelz und Schmuck zu tragen, wie die Herren, war den Bauern bei Strafe verboten. Der soziale Unterschied sollte für alle immer sichtbar sein. Wer sollte uns den Acker bestellen, wenn ihr alle Herren wäret? Du musst sein, was Gott will, wurde den Bauern von der Kanzel gepredigt. Zum Teufel mit ihnen! Undank ist der Weltenlohn. Mehr als einen vollen Bauch und das prächtige Gelumper hatten wir nicht bekommen. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Unter die Haube mit ihr und ich dachte, die Nacht wäre mir. Am anderen Morgen fand ich mich alleine wieder. Alles. Aber auch alles hatten sie mir genommen. Selbst meine Schuhe. Nun gut, wer barfuß geht, den drücken die Schuhe nicht. Alten hatte ich unterschätzt. Ich zog alleine weiter, in das Land der Schweizer. Sie lieben die Freiheit und ziehen ihren Hut nicht vor den Herrn. Vielleicht hatte ich dort mehr Glück. Schweizer Bergbauern und Hirten kontrollierten den Gotthardpass. Den Habsburgern war das ein Dorn im Auge. Seit 1273 versuchten sie, ihnen die verbrieften Freiheitsrechte abzuerkennen. Sie setzten landfremde Richter ein, die altes Recht brachen. Dagegen regte sich Widerstand. Die Kantone Schwyz, Uri und Unterwalden schlossen jenen berühmten ewigen Bund. Der Legende nach auf der Rütliwiese. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. So hat es Friedrich Schiller den Eidgenossen in den Mund gelegt. In einem Wald war ich auf Gefolgsleute und Landsknechte der Habsburger gestoßen. Sie waren auf Kriegszug. Ich hungerte schon seit Tagen und versuchte, sie mit Kunststückchen zu belustigen. Bitte sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir einmal mein Glück erbetteln muss. Sei es drum, dann war ich halt Pferdeknecht. Es ist nicht das Schlechteste, wenn man hungert. Und nachts liegt man warm. Die Chronik der Schweizer beschreibt in Wort und Bild, was ihnen mit den Habsburgern widerfahren ist.
Jahr für Jahr zogen Ritter und Soldaten des Königs marodierend durch ihr Land, um die rebellischen Bauern niederzuwerfen. Die Österreicher raubten ihnen das Vieh. Sie überfielen ihre Dörfer. Sie plünderten und brandschatzten und griffen sich die Frauen. Zur Verteidigung hatten die Schweizer ein Volksheer aufgestellt. Nur wie es bewaffnen? Die Bauern nahmen, was sie zur Hand hatten. Dreschflegel machten sie zu Morgensternen. Mistgabeln machten sie zu Piken. Sensen zu Spießen mit messerscharfen Schneiden. Auch hatten die Schweizer gewisse Mordinstrumente, mit welchen sie auch bestens bewährte Gegner gleichsam wie mit einem Schermesser spalten und in Stücke hauen konnten. In ihrer Sprache Hellebarden genannt. Damit erwarteten die Schweizer am 15. November 1315 die Habsburger in einem Hohlweg am Moorgarten. Sie waren nur 1500 Mann gegen 5000 gut gerüstete Ritter. So legten sie sich in einen Hinterhalt, um in die Flanke des feindlichen Kriegszuges zu stoßen. Schilde und Rüstungen wie die Habsburger hatten sie keine. Aber Mut. Sie wussten, wofür sie kämpften. Für ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Mit den tumpen Bauerntölpeln, wie sie die aufsässigen Schweizer nannten, werde man schon leichtes Spiel haben, tönten die Habsburger. Aber irgendwas war hier faul. Ich hatte den Braten gerochen. Mich drückt der Magen, rief ich noch und schlug mich in die Büsche. Was sie hier wollten, war nicht mein Ding. Ich gab Fersengeld und brachte mich in Sicherheit. Mutig stürzten sich die Schweizer aus ihren Verstecken. Was ich da sah, war kein Kampf. Es war ein Schlachten. Feige suchten die Ritter ihr Heil in der Flucht. Niemanden verschonten die Sviter, noch suchten sie jemanden gefangen zu nehmen, sondern sie brachten alle ohne Unterschied um. Es wird berichtet, dass 1500 Mann in jenem Gemetzel durch das Schwert umgekommen seien. Als auch einige vom Fußvolk hörten, wie ihre tapfersten Krieger so grausam getötet wurden, warfen sie sich ganz verwirrt und sinnlos in den See. Erst als der Kampf vorüber war, ging ich über das Schlachtfeld. Und mancher lag dahingestreckt, dem noch der Schaft im Busen steckt. Die Schweizer erbeuteten mehr, als sie tragen konnten. Immer noch war der Boden bedeckt mit den Rüstungen und Schwertern der Habsburger. So konnte ich mir nehmen, was sie mir schuldig geblieben waren. Recht war ihnen geschehen. Sie hatten Recht gebrochen und Unrecht getan. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Eher den Tod, als in Knechtschaft leben. Die Fahne der Eidgenossen im Kantonsmuseum Schwyz ist ein Nationalheiligtum. Unter mir halfen im 11. Wintermonat des Jahres 1315 die von Schwyz mithilfe derer von Uri und Unterwalden den Herzog Leopold von Österreich am Moorgarten zu besiegen. Am Moorgarten wurde aber nicht nur eine Schlacht gewonnen.
Aus den Urkantonen, denen sich alle anderen Kantone anschlossen, entstand die Schweiz. Der erste Bundesstaat Europas mit einer demokratischen Verfassung. Ein freies Volk auf freiem Grund. Das hatten Bauern und Hirten zu Wege gebracht. Die Rütli-Wiese, auf der sich die Eidgenossen zum Schwur versammelten, ist auch ein nationales Heiligtum. Alles Legende, sagen Historiker. Weder habe man sich auf dieser Wiese versammelt, noch habe es je den Schwur gegeben. Das Rütli hat eigentlich alle diese Auseinandersetzungen überstanden. In ihm wohnt eine ganz seltsame Symbolkraft. Das Rütli, die Rütli-Wiese, steht heute noch für Werte wie Demokratie, Solidarität und vor allen Dingen für Freiheit. Und so ist das eigentlich heute noch im Schweizer Volk präsent. Es ist ein Teil des Bewusstseins des Volkes und man hinterfragt gar nicht, wie weit haben sich hier historische Ereignisse und in welcher Art haben sich diese abgespielt. Nach Jahr und Tag, im Frühjahr des Jahres 1316, zog ich durch Böhmen. Zum Knecht war ich nicht geboren und zum Narren wollte ich mich nicht machen. So war ich auf der Suche nach Spielleuten, die mich aufnahmen und mit denen ich wieder über die Dörfer ziehen konnte. Ich, Adam, hatte einmal Glück. Man hatte mich aufgenommen. Zieht ab, ihr trüben Zeiten. Augen sind der Liebe Tür. Schöne Frau, sei mir gewogen, wenn ich komme zu dir. Zwischen Saat und Ernte sind 4 Monate, sagen die Bauern. Bei uns wird es etwas länger dauern. Das ewige Vagantenleben war ich leid. Landluft macht eigen, Stadtluft macht frei. Nach Jahr und Tag werden wir nicht mehr ehrlos und rechtlos sein, sondern freie Bürger. Und nächste Woche, was uns das Mittelalter an einzigartigen Bauwerken hinterließ. Von Städten und Kathedralen. Nächsten Sonntag um 19.30 Uhr. Gewinnen Sie mit Dr. Tigges und dem ZDF eine 8-tägige Studienreise durch Cornwall und Südengland, eines von 10 Begleitbüchern oder eine von 10 Doppel-DVDs zur Sendung, die auch im Handel erhältlich sind. Beantworten Sie einfach folgende Frage. Was war eine gebräuchliche Abgabe an St. Martin? A. Wein, B. Martinsgänse, C. Getreide. Rufen Sie an unter 0137 98 99 100 oder klicken Sie ins Internet auf www.zdf.de. Viel Glück wünschen Ihnen Dr. Tigges und das ZDF.